Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir haben jetzt Anta befreit, die Beschützerin der Kinder und ja, und sie ist ein süßer kleiner Pharaonenhund, total süß. Bist du aufgeregt, was? Und ja, die Hunde da heißen Pharaonenhunde, also die auch so aussehen. Das ist eine Rasse. Du siehst sie früh genug. Für einige, die es halt nicht wussten. Hm? Sehen aus wie Windhunde, Podenkos. Bin gleich hinter dir, Anta. Wie Windhunde oder Podenkos, nur halt nicht diese ganz so immer ab, diese magere Form. Sie sind zwar sehr schlank, aber sie sind nicht ganz so mager. Was ist los? Wieso läuft sie denn jetzt nicht weiter? Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Weil jetzt immer noch so ein Sturm herrscht, kommt sie deswegen nicht mit. Muss ich doch das Foto direkt machen. Ja, los, lauf doch. Ja, komm. Es ist kein Wind mehr. Ah, jetzt kommt sie. Ja, komm, Wacker. Ach, wie süß die Kinder, ne? Oh, für ihren Hund, weißt du, da... Das ist total putzig. Für ihren Hund tun sie das opfern und tun klauen und so. Und sich in Gefahr begeben. Und sie sagen, sie ist ihre Beschützerin. Ich finde das total süß. Kann man da jetzt auch noch so ein Foto machen? Fotosession. Finde ich aber cool, dass sie auch darauf geachtet haben, dass wenn man jetzt zum Beispiel in der Wüste ist, dass es saugefährlich sein kann, wenn... der Wind aufkommt. Oh. Ha. Oh. Ich sagte doch, bleibt außer Sicht. Ich weiß, aber es war unsere Schuld und wir dachten, du brauchst vielleicht Hilfe. Was, sie groß? Der Reiter ist viel, viel größer als du. Der Reiter? Du hast ihn nicht gesehen? Er ist der gemeinste von allen. Groß und stark und er hat Anta gefangen. Hm. Vielleicht hat er Cortesius Notizen. Sicher nutzt er sie, um Schätze zu suchen. Ich sah ihn in den Ruinen bei der Cheops-Pyramide. Ich kümmere mich um diesen Reiter. Ihr solltet gehen. Los! Ich werde mich bei den Pyramiden umsehen. Vielleicht finde ich endlich diese Notizen. Hm. Aber bei welchen Pyramiden ist der? Nein, bei ihr? Da reise ich jetzt hin und rutsche dann runter. Na, langsamer, wenn sie von einem Pferd oder Kamel aus angreifen, nutze dies zu deinem Vorteil und schlage im richtigen Moment zu. Mhm. Ich brenne. Ja, mit Sets habe ich zu spät gelesen.
Ja, bestimmt hilfreich gewesen. Da ist eine Prügelei direkt vor uns. Weil sie direkt vor uns ist, greife ich ein. Ansonsten würde sie mir nämlich am Arsch vorbeigehen. Ach du, du bist auch einer. Ich brenne. Jetzt habe ich eine Nebelwand gemacht. Na warte, dich kriege ich aber. Was mache ich denn? Senno rufen. Da ist er. Müssen wir auch noch hinterher reiten. Ja, mein Liebchen. Wow. Komm. Da unten irgendwo müsste der Typ sein. Den kriegen wir doch schnell kaputt. Da ist er. Gib den Weg frei! Hey, was? Wow. Ja. Ja, ich kann so einiges. Wo ist er? Cortesius Notizen. Er wird sich freuen, sie zu sehen. Das denke ich auch. Dann bringen wir ihm die mal schnell wieder zurück. Wow. Da tobt der Wind aber ganz schön. Ach nee, da nee. Wow. Ja. Dass er da nicht durch kann, das war mir klar. Hey. Gute Neuigkeiten. Meine Notizen. Bei Zeus, das glaube ich nicht. Ich schulde dir mein Leben. Bei Zeus? Heißt das nicht normalerweise bei Zeus? Ist es vorbei? Sind die Banditen fort? Sie belästigen euch jetzt nicht mehr. Also hört ihr auf, Reisende niederzuschlagen. Sind das die Diebe? Oh, ruhig, mein Freund. Das war alles ein Missverständnis. Sie wurden gezwungen. Sie brauchen sicheres Geleit nach Memphis, oder? Ja, zurück zum Haus von Neff, zu all den anderen Kindern. Ich habe Memphis noch nicht kartiert. Das sollte mein nächster Halt sein. Kennst du den Weg? Nein, aber die kennen sich gut aus. Welch Glück! Na dann kommt mit. Memphis? Oh, natürlich! Danke.
Kommt uns besuchen. No. Tschüss, Anta. Oh, sie sagt Tschüssi. Nee. Doch, das ist sie. No. Er hat sich noch bei uns bedankt. Ich habe jetzt Anta gerade in den Arsch gepölt. Jetzt will ich noch die Pyramide da machen und dann kümmere ich mich wieder um die restlichen Aufgaben. Auch wenn ich manchmal immer so tue, ich denke dann immer so, ich habe nicht mehr so viel Angst vor Horrorspielen, ne? Weil, ich weiß, es ist jetzt ein blödes Beispiel, weil Assassin's Creed ist ja nun wirklich kein Horrorspiel. Aber früher hatte ich ja richtig Schiss. Seitdem ich aber Outlast 2 gezockt habe, hält sich das in Grenzen. Ich sag dann auch immer so, ey, du hast Outlast gezockt. Boah. Geht jetzt schon scheiße dunkel runter, ey. Oh, gütiger und glorreicher Ka. Akzeptiere dieses Opfer eines heiligen Stiers und lasse deinen Fluch nicht auf uns herabregnen. Wir sind einfache Männer und unsere Familien haben gehungert. Das ist die Wahrheit und wir bitten demütig um Vergebung für alle Vergehen gegen dich. Das war's? Ach nee, da geht's noch runter. Ja, da oder da? Na. Die Entscheidung war einfach. Ich kann die mir ja so mal ein bisschen markieren. Wo ich schon überall war. Ist irgendwas Blaues? Oh, verborgener, zürne nicht. Wir werden sie finden und bestrafen. Jene, die deinen... Jene, die deine Schlafkammer geschändet haben, sollen nie in die Gefilde der Binsen eingehen. Der Binsen. Oh. Ich dachte gerade, das wären alles Spiegel. Ein Schiff. Jetzt dachte ich gerade, es wäre ein Streitwagen. Mein Gott, was ist denn los mit mir? Meine Wahrnehmung ist gerade echt für den Arsch. Hebel werden durch das Gewicht der Objekte beeinflusst, die auf beiden Seiten... Ich verstehe.
Können bewegt werden. Mit Y kannst du Objekte greifen und mit der, ja. Aber da steckt ein Plan hinter, weil wenn wir jetzt nämlich auf das Schiff gegangen wären, ohne dass die Kiste da steht, dann wäre das Schiff nämlich da hinten wieder runtergegangen. Wie so eine Waage, also wie so eine Kippe. Ist das Kippe? Wie heißt das Teil? Ich weiß nicht, wie. Ich komme nicht auf den Namen. Oh, das weiß ich sogar wieder an. Wippe, wie eine Wippe, genau, wie eine Wippe. Und jetzt tut's das nämlich nicht. Aber... ich muss wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen mehr... so vielleicht. War nämlich noch nicht. Ja. Wunderbar. Na, wen haben wir denn hier? Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Das sieht doch so gut aus. Na gut, man kann von allen Seiten reingehen. Gibt es bestimmt noch sehr viele Gräber, die nicht ausgeraubt wurden. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Na, da ist doch noch was. Oh, da auch noch. Bin gerade voll durch die Spinne gelaufen. Jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Boah, wenn das dann so hell wird, kann man nichts sehen. Das sieht für mich aus wie eine Sackgasse. Gut, dass der gute Mann so klettern kann. Sonst hätten wir echt ein Problem gehabt. Schäfer, man fällt hier rein. Ah ja, okay. Schön, haben wir alles erledigt. Finde ich super, da ist noch ein Schatz. Grabmal des Jüngeren von Todd. Ha. Von Menkaure? Aber findet die antike Tafel... aber hä? Ich war doch da jetzt überall drinne.
Okay, das mache ich jetzt später. Ich habe jetzt erstmal wieder davon ein paar gemacht. Genau. Das machen wir jetzt. Ja. Ich habe jetzt drei Grabmäher. Also, verstehe ich gar nicht. Bei Menkaure, da war ich doch auf jeden Fall drinne. Check's nicht. Todd auch. Grabmal. Keine Ahnung. Ja, hier ist so eine schöne Festung. Wow. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Der Meinung bin ich auch. Wir lassen mal die Hyäne raus. Du ruhst gleich ins Leben. Einschlag. Einschlag. Was? Und sie war tot. Das ist ja traurig jetzt. Hey. Was? Hältst dich für was Besonderes, hä? Ja, tue ich. Was ist das für ein komisches Geräusch? Könnte ein Pferd sein. Hey, was? Ein ziemlich krankes Pferd könnte das sein gerade. Hey. Hey, was? Womit habe ich das verdient? Ist da jemand? Hallo? Holt mich hier raus! Sie kommen jeden Moment zurück! Er ist hier jetzt. Hey, komm her, Brüder! Halt mal die Augen offen! Los, komm schnell. Pass auf! Hier stimmt was. Hey, was? Ja. Achtung. Boah. Nicht du schon wieder. Knappe Sache. Nichts. Wir sollten uns trotzdem vorsehen.
Was ist das? Bleib mal da liegen. Nächster. Noch einer hier irgendwo, der Ärger möchte? Hey! Du hättest nicht herkommen sollen! Schlaue KI. Na, komm. Ob wir das jetzt schaffen? Ach so. Falschen. Ich habe den Falschen mitgenommen. Ich habe die Leiche mitgenommen. Ich war ja gut. Der Ring, den ihr gefunden habt, scheint sehr begehrt zu sein. Was weißt du über den Ring? Ober und Nepti sagten, dass du Ärger hast. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr dieses Leben aufgebt, hm? Wir könnten, wenn wir den Ring hätten. Warte, hast du ihn etwa nicht? Toro schlug mir ins Gesicht und lief zum Grab des Hämon, um ihn zu verkaufen. Da, oh, wer ist Toro? Ein Bruder. Ah, natürlich. Ich sehe, ob es ihm gut geht. Geh du zu den anderen. Bei ihnen bist du sicher. Ha, wohl kaum. Ich frage mich, was Toro mir erzählen wird. Wo soll das denn sein? Ada. So, machen wir die Schnellreise hin. Ich muss mich aber verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.